Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, Bibi, wickeln wir dich jetzt mal eine Runde, machen dich sauber. Mami hat schönes neues warmes Wasser geholt. Hakidoki, neue Pampi Rampi. Kiss neue Pampi. Ja? Ja. Du bist so süß. Du bist so süß. Ja. Oh, ich liebe diesen Anzug. Schaut mal. Das sieht so süß aus, Mickey Mouse. Ich könnte ihn jeden Tag in Mickey Mouse anziehen, gell? Ich liebe es einfach. Disney, Disney. Ja, ihr Lieben, ich melde mich heute. ich bin mit den Mädels tatsächlich verabredet. Also wir haben es gestern noch hinbekommen alles. Und mein Freund kommt nach der Arbeit direkt nach Hause und ist dann mit dem Lias. Die werden wahrscheinlich die Zeit auch im Garten verbringen oder ein bisschen spazieren gehen. Ja, also später Papi-Tag, gell, wenn er kommt. Und ich treffe mich tatsächlich mit den Mädels, mit meiner Schwester. Wir werden zusammen was essen gehen. Wahrscheinlich, das ist doch nicht hundertprozentig raus. Wir wollen, also was wir auf jeden Fall machen wollen, ist mal wieder ein paar Fotos. Ja. wir haben so ein paar Ecken auf einer Frankfurt-Seite gesehen. Die haben ein paar neue, also in Instagram kann man ja immer so seinen Städten folgen. Und in Frankfurt zeigen die halt immer so die neuesten Hotspots, gerade so irgendwie Locations und so weiter. Deine Füße sind so süß und weich. Aber die stinken, obwohl die stinken gar nicht so sehr, gell? Haben wir ja gestern Morgen und gestern Abend sauber gemacht. Babyfüße, ey. Schlimm. Die stinken so sehr. Die stinken so sehr, gell, mein Herz? Ja, da lachst du. Das ist aber gar nicht so lustig. So, erstmal Pyjama ausziehen, gell? Ja, also wir werden uns auf jeden Fall treffen, um Fotos zu machen. Also geplant ist, dass wir zusammen essen gehen, und zwar bei Bull & Beer. Und dann ist es ein paar Hausnummern weiter, dass wir dann auf so eine, auf einer der Hochhäuser gehen. Und auf einer der Hochhäuser haben wir eine, so ein Beach Club. Also da ist ein Pool und was weiß ich was. Also das ist mitten in Frankfurt in, mitten in Frankfurt halt eben, auf so einem Hochhaus. Ja, genau. Und da, das hat heute auch wieder neue Eröffnung und da wollten wir eigentlich mal vorbei. Das kostet auch, ich glaube, 5 Euro Eintritt oder so. Aber da hat man wirklich halt so einen schönen, also da ist man halt, wie gesagt, auf dem Hochhaus und hat dann halt einen schönen Ausblick und da ist dann, mein Süßer, und da ist dann auch, ja, wie gesagt, ein Pool und so weiter und so fort. Und heute soll tatsächlich der heißeste Tag in der Woche sein. Es war jetzt so, dass die ganze Woche immer zwischen 23 und 25 Grad angesagt waren, aber es war immer zwischen 26 und 28 Grad, also richtig heftig. Und heute soll es offiziell der heißeste Tag mit 26 Grad sein. Aber wenn es so ist wie die letzten Tage, dann wird es noch wärmer werden. Ja. Ich liebe deine Haare, du hübsches Kind. ja, wir haben geplant, dass wir uns auf jeden Fall, dass wir auf jeden Fall Fotos dort machen und halt noch an 2, 3 anderen Locations. Mal gucken, wie wir hinkommen, weil wir werden uns wahrscheinlich erst so gegen 5 Uhr treffen. Also wir müssen es schon ein bisschen ranhalten, aber Gott sei Dank, der Tag ist ja immer länger und es ist mittlerweile auch schön lange hell. Von daher aus kriegen wir es auf jeden Fall gebacken, noch ein paar schöne Fotos dann zu machen. Geh, mein Herz, hast du was gemacht? Opa, da pinkelt ja gerade jemand. Da habe ich ja rechtzeitig gerade zugehalten. Ah, du kleiner Schlawiner. Du kleiner Schlawiner. ja, das ist heute geplant. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen und euch die jeweiligen Locations zeigen. Genau, wo wir dann überall sein werden. Ja, das ist eigentlich das, was heute geplant ist. Und bis dahin, also wie gesagt, ich werde erst frühestens um 5 Uhr, 5.30 Uhr heute Nachmittag, werden wir halt frühestens erst hier weggehen, weil mein Freund dann halt erst nach Hause kommt von der Arbeit. Ja. Und die anderen, die Mädels müssen ja auch arbeiten, also das ist schon in Ordnung so. Ja, und bis dahin werde ich eigentlich Videos schneiden und meine E-Mails beantworten. Das Ding ist, ich habe gestern Vormittag bis zum Mittag hinein fast nichts gemacht gehabt und wollte dann mittags eben loslegen,
weil ich ja davor auch das Foto draußen gemacht habe und so weiter und habe dann draußen auch ein Video geschnitten und wollte dann halt eben anfangen loszulegen mit E-Mails und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie spinnt das Internet. Das Internet hat plötzlich nicht mehr gestern Mittag funktioniert. Und dann hatte meine Schwester auch angerufen und spontan gefragt, ob wir nicht ins Zentrum gehen wollen und dann, oder beziehungsweise Eis essen gehen wollen. Dann habe ich zu ihr gesagt, der Lias ist noch so ein bisschen kränklich und hustet und ich habe keine Lust, in die Stadt oder so zu gehen, weil da einfach, das ist einfach Menschenmasse, was da rumläuft. Das ist halt zu krass. Und dann habe ich ihr das Zentrum vorgeschlagen, das Main-Taunus-Zentrum, weil ich wusste, dadurch, dass das auch teilweise ist es überdacht, teilweise nicht und gerade das Eissalon, wo wir gesessen haben, da ist halt komplett schattige, da ist komplett Schatten und ich wusste, dass bei diesem tollen Wetter, was gestern war, dass es dort halt nicht sonderlich viel los ist. Und so war es auch gewesen. Es war super wenig los. Wir haben direkt einen Sitzplatz sogar draußen bekommen beim Eissalon. Also es war mega. Und deswegen habe ich überhaupt gesagt, ja komm, lass rausgehen. Also sonst wäre ich da gar nicht großartig losgezogen. Auch in den jeweiligen Geschäften, es war einfach nichts los. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir da im Sephora waren und da wirklich rumlaufen konnten. Also ohne, dass man sich da regelrecht anstellen muss. Also wenn man in dieses Zentrum bei einem schlechten Wetter geht oder an einem Freitag, Samstag, Sonntag, keine Chance. Da ist es so voll. Gell, Baby? Ja. Also deswegen habe ich da überhaupt zugesagt. Das hat dem Lias auch gut getan. Der ist dann abends, als wir zurückgekommen sind, hat er eine Flasche bekommen und ist direkt eingeschlafen. Hast du durchgeschlafen bis 5 Uhr morgens. Heute um 5 Uhr morgens hat er erst wieder die nächste Flasche bekommen und Windel. Und ja, also seit, wann haben wir ihn hingelegt? So gegen 8 war das, kurz nach 8. Genau, hat er bis 5 Uhr morgens durchgeschlafen. Das waren viele Stunden, mein Herz. Hast du schön gemacht, gehst Mami, Papi schlafen lassen, du Herz. Mein Herz. So, jetzt machen wir noch ein bisschen die Achseln sauber und den Hals und die Hände und die Füße und hinter den Ohren. Das ist nämlich ganz wichtig. Ja, gestern, es sind so viele Leute ständig um den Lias, was heißt, es ist jetzt übertrieben, aber ganz viele sind immer, wenn ich, weil wir hatten den Kinderwagen ja so offen, dass er auch gucken konnte, sind so viele immer stehen geblieben, gerade die Verkäuferinnen. Und ich habe gesagt, mein Gott, was ein hübscher Junge. Und die eine meinte so, ich sollte ihn doch beim Babymodeln anmelden. Das habe ich jetzt schon voll oft gehört. Das habe ich jetzt sehr oft schon zu hören bekommen von fremden Leuten sogar. Ich soll ihn beim Babymodeln anmelden. Der sieht so süß und so hübsch aus. Geh mein Baby. Ich habe gestern zu meiner Schwester auch gemeint. Ich so, Maike, empfinde ich mein Baby als hübsch und süß, weil es mein Baby ist, weil es jede Mutter so empfindet? Oder ist es tatsächlich so? Und hat sie gesagt, also sie findet ihn auch übertrieben hübsch und süß, aber ist es jetzt so, weil sie die Tante ist? Wir haben uns kaputt gelacht. Ja, weil so viele immer so extrem sagen, dass er so hart hübsch ist. Geh, Baby. Das war schon im Krankenhaus so, dass die Ärzte damals schon oder die Krankenschwestern schon gesagt haben, also wir kriegen ja viele Kinder hier mit und so, da ist ja schon alles Mögliche dabei, aber der ist schon so richtig hübsch. Gell, du bist schon so richtig hübsch. Ja, ist es jetzt so, weil wir dich über alles lieben oder warum? Oder sind das die Leute, die dir das einfach so sagen, weil man zu Babys sagt, dass sie süß sind? Wobei, ich bin ja nicht so, gell? Also ich muss sagen, ich habe noch nicht viele Babys gesehen, die ich tatsächlich hübsch und süß finde. Wobei, Gesundheit. Es gibt die süßen Babys und es gibt die, die halt auch wirklich so hübsch sind. Aber ich muss sagen, ich finde, die meisten Babys sehen irgendwie komisch aus. Ich weiß auch nicht. Das hört sich jetzt voll böse an. Aber gerade bei uns am Nachbartisch, beim Eissalon, da saß halt auch eine kleine Familie mit einem Jungen und mit einem kleinen Mädchen auf dem Schoß. Eben, die sah halt nicht so, die sah irgendwie nicht so gut. Ich weiß auch nicht, die sah so erwachsen schon aus. Kennt ihr diese Babys, die aussehen wie ein Erwachsener, so von der Gesichtsform her oder von den vollen Haaren und so weiter, die nicht so aussehen wie kleine süße Babys, sondern eher so wie so kleine Erwachsene. So, das hört sich total bescheuert an, ich weiß. Aber ich weiß auch nicht. Also ich fand oder finde die meisten Babys tatsächlich nicht hübsch. I don't know why. Ja, und finde ich dich so hübsch und so süß, weil du mein Baby bist? Oder weil du es wirklich bist? Das ist die Preisfrage. Das ist die Preisfrage, gell, mein Schatz? Die Sache ist auch, wer antwortet einem da ehrlich? Ich meine, wer sagt einem ins Gesicht, ja, nee, dein Kind ist wirklich hässlich?
Wisst ihr, was ich meine? Das sagt ja keiner. Das ist ja so dieses, dann sind wir wieder beim, das ist zwar dann eine Lüge, aber letzten Endes dann auch aus Anstand heraus. Also ich würde niemals jemandem sagen, dein Kind ist hässlich. Also wirklich. Das ist, würde niemals über meine Lippen kommen, um Gottes Willen. Vor allen Dingen hässlich oder wenn jemand hässlich oder jemand hübsch ist, das ist sowieso, liegt alles im Auge des Betrachters, weil alles ist Ansichtssache und jeder hat ja auch einen anderen Geschmack, ja. Deswegen, es hört sich jetzt, oh Gott, es hört sich alles so böse an. Die Mami redet gerade Blödsinn, gell? Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, das habe ich meinem Freund gesagt und habe gemeint, sollen wir den Lias mal bei irgendeinem Babymodel-Agentur anmelden? Du meinst so, eiskalt, meint er. Ja, mach doch. Und ich so, okay. Ich hätte wirklich gedacht, dass er sagt, nein, auf keinen Fall und so weiter. Okay? Der Papi hat einfach gesagt, ja, mach doch. Nee, das geht nicht, oder? Also ich habe jetzt schon so immer mal wieder drüber nachgedacht, muss ich echt sagen. Ich war damals, auch bin ich als Baby-Model, Baby-Kind, also ich war kein Baby mehr, ich konnte schon laufen auf jeden Fall, aber noch als Kleinkind definitiv, bin ich für Benetton damals gelaufen. Geh, mein Schatz. Und ich habe das immer noch in Erinnerung. Das ist total komisch. Ich war da auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich schon in der Grundschule war oder ob das noch Kindergarten war. Keine Ahnung. Aber ich habe verschiedene solche Sachen gemacht als Kind. Aber ich war da auch schon immer so, gell, dieses Foto machen. Und ich habe mich schon immer so, ich wollte immer Fotos und habe schon immer Model gespielt, also immer schon die hohen Hacken meiner Mama angezogen und dann durch die Gegend gestampft. Meine Schwester hat das auch gemacht. Kleider angezogen, die ich dann hinter mir hergezogen habe, weil die viel zu lang waren, logischerweise und so weiter. Also ich habe sowas schon immer gemacht. Das war schon immer so, bin so ein richtiges Mädchen. So richtiges Mädchen bin ich in so einer Hinsicht. Extrem. Ja. Keine Ahnung. Baby, wollen wir das mal probieren oder wollen wir das nicht machen? Ich bin mir da echt nicht sicher. Bin mir da echt nicht so sicher. Ja, mal gucken, keine Ahnung. Was sagt ihr dazu? Würdet ihr sowas machen? Also es ist ja, ich muss sagen, ich glaube, es ist alles eine Sache, wie das Ganze abläuft. Also wenn jetzt zum Beispiel, wir würden zum Beispiel zu einem Shooting gehen und der Lias wird dann da sitzen ganz normal oder liegen und wird immer mal wieder lachen oder ganz normal einfach so sein, wie er ist, dann ist es auch alles Roger. Aber wenn er zum Beispiel anfangen würde zu quengeln und zu weinen, dann würde ich ihn zum Beispiel nicht zwingen und so von wegen, ja, der muss das jetzt machen. Ja, also es geht ja auch überhaupt gar nicht bei Kindern. Wenn die weinen, dann bringt es ja eh alles nichts. Oder wenn dann zum Beispiel eine Agentur da wäre, die sagen würde, ja, er muss das jetzt aber machen und da keine Verständnis für hätte und so weiter, dann bricht man das normalerweise sollte man das alles abbrechen. Ich habe sowas ja auch schon oft gesehen. Habe so eine Reportage letztens erst gesehen. Die wird immer und immer wiederholt, habe ich das Gefühl. Die läuft bei TAF. Und zwar, das ist aber aus Amerika. Und zwar sind es diese Mädels, die diese, ach, wie heißt es denn? Die so Shows machen, um so Baby-Misswahlen mäßig. Also die kriegen dann auch richtig so echt unecht Haare reingeklipst und werden richtig geschminkt und werden braun gemacht und die kriegen dann irgendwie ganz viel Süßigkeiten und Zuckergetränke extra, damit die so durch den Zucker so aufgeputscht werden und fröhlich sind. Und die müssen so richtige Choreografien einstudieren. Und die Mütter sind da auch so richtig hardcore drauf. So, du musst das jetzt so, ne. Und keine Ahnung, was. Und wenn das Kind weint, dann ist es irgendwie jedem scheißegal. Also das ist richtig krass. Richtig, richtig heftig. Ich verstehe nicht, wie man so mit seinem Kind umgehen kann. Oder, also das verstehe ich echt nicht. Ja. Keine Ahnung. Das, also sowas meine ich, sowas geht gar nicht. Aber wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel so, ich mache ja ständig, ich mache den ganzen Tag von Lias Fotos. Geh, mein Schatz, du bist es schon gewöhnt. Der guckt auch ständig, wenn ich mein Handy dann so habe. Und das ist auf der Rückseite, ist es ja so ein bisschen reflektierend und wie ein Spiegel. Und er steht ja total auf Spiegel. Gell? Wenn man dir einen Spiegel vorhält, dann ist Feierabend. Der liebt es. Der guckt auch immer, der guckt sofort in die Kamera, wenn ich so mit ihm, wenn ich ihn hier zum Beispiel bei mir habe und ein Selfie von uns mache, dann sieht er sich ja selber und das ist für ihn dann, ja klar, sein Spiegelbild, das checkt ja noch gar nicht, dass es sein Spiegelbild ist, aber er findet es irgendwie total interessant, also wenn er einen Spiegel vorhat, ob es ein Spiegel ist oder ein Handy, einfach wo er sich selber drin sehen kann oder mich da drin sehen kann, der guckt da, der könnte da stundenlang reingucken, das ist richtig, richtig heftig. Geh, mein Schatz, das ist für dich so interessant.
Das findest du toll, gell? Deswegen mache ich irgendwie, ich mache so viele Fotos von ihnen am Tag, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Mein Handy ist sowas von überfüllt. Ich glaube, so geht's aber jeder Mutter. Gell? So geht es jeder Mama. Ganz viele Fotos von ihrem Baby machen. Gell? Hier. Ja. Ess mal deine Hand. Ess mal deine Hand. Zieh mir mal noch die Hose von gestern an. Die ist nämlich schön dünn und da sind Füße dran. Da musst du keine extra dicken Socken anziehen. Gell, mein Herz? Ja. Sagt mal, was würdet ihr machen, wenn euch da schon mehrere Leute drauf angesprochen hätten? Wirklich so total wild durcheinander, die nichts miteinander zu tun haben. Und alle immer mal wieder den Spruch gebracht haben, hey, dein Kind ist echt hübsch. Geh doch mal zum Babymodeln oder irgendwie zu so einer Agentur. Würdet ihr das machen? Oder wenn ihr die Chance hättet, wenn jetzt wirklich eine Agentur sagen würde, hey, wir finden dein Kind total hübsch und süß, wir wollen den in eine Kartei aufnehmen und dann kriegt ihr irgendwie immer mal wieder Angebote, wo das Kind dann halt mal in irgendwelchen, keine Ahnung, Gesundheit für irgendwelche Sachen entweder abgelichtet wird, für zum Beispiel für Pampers oder für irgendwie Babynahrung oder was weiß ich, für die neuesten Babylaufschuhe oder was weiß ich, für irgendwelche Klamotten. Würdet ihr das machen oder würdet ihr das nicht machen? Ich bin da so total im Zwiespalt gerade. Ich denke mir so auf der einen Seite, warum nicht? Solange das Kind daran Spaß hat oder einfach ganz normal fröhlich ist und nicht irgendwie quengelt und weint. Auf der anderen Seite denke ich mir, es kann es ja noch nicht selber irgendwie entscheiden und kann noch nicht selber sagen, ja, will ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, bei Jungs ist es vielleicht auch nochmal anders als bei Mädels. Ich glaube, Mädels, wenn du den Mädels irgendwann mal Bilder zeigst und sagst, hey, guck mal, du hast früher das und das und das gemacht. Also ich fand es immer total toll. Ich fand es ganz, 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 ganz klasse. Vielleicht ist es bei Jungs anders. Vielleicht juckt es ihn aber irgendwann im Alter auch nicht, dass er als Baby mal ein paar Fotos für irgendwelche Firmen gemacht hat. Vielleicht wird er auch sagen, Mama, das wollte ich alles gar... Was heißt, das wollte ich nicht? Er kann ja nicht wissen, was er damals wollte oder nicht wollte, gell, mein Herz? Ah! Ja, ein bisschen rumdrehen, ja. So, mein Schatz, jetzt hast du gegessen, Bäuerchen hast du gemacht, eine neue Pampi, eine Katzenwäsche bekommen. Jetzt ist alles wieder Roger, oder? Jetzt ist alles wieder Roger? Was guckst du denn in die Küche? Was gibt's denn da Interessantes? Was gibt's denn da Interessantes? Hm? Oh mein Herz. So, ich leg dich mal hin. Kannst ein bisschen mit Mickey Mouse reden. So, Dele. Wo ist die Mickey Mouse? Da ist die Mickey Mouse. Wer mag diese Serie? Kurze Frage. Ich habe das als Kind oder als Teenie, habe ich Charmed gesuchtet. Ich liebe diese Serie und ich kenne eigentlich fast jede Folge. Also ich glaube zu 98% kenne ich alle Folgen. Ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Und ich habe letztens gesehen, dass das morgens läuft, mit ein paar Folgen. Und ich gucke das immer mal wieder. Aber wenn das vorbei ist, ich gucke da meistens immer 2-3 Folgen. Und wenn es vorbei ist, dann mache ich den Fernseher auch aus und setze mich dann eben ans Videoschneiden. Ich habe jetzt aber zwischendurch auch ein bisschen Video geschnitten, weil Elias jetzt kurz bevor er die Flasche bekommen hat, geschlafen hat. Und dann habe ich die Zeit genutzt, eher um Video zu schneiden. Ach ja, was wollte ich euch sagen? Gestern ging ja das Internet nicht. Das habe ich nämlich angefangen zu erzählen. Gestern ging ja am Mittag das Internet nicht und dann hat meine Schwester spontan angerufen. Dann habe ich auch gar nicht mehr drüber nachgedacht. Bin dann abends nach Hause gekommen und das Internet ging immer noch nicht. Dann habe ich bin bei Vodafone übrigens, habe ich bei Vodafone angerufen. Ich hasse es, wenn man irgendwo bei einem Kundenservice anruft und dann nicht ein Mensch dran geht, sondern erstmal eine beschissene Bandansage, wo man sich durchkämpfen muss. Und bei Vodafone ist es ganz, ganz krass. Also diese Bandansage ist so für ein A-Punkt, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Also an alle Vodafone-Kunden da draußen, die schon mal bei dem Vodafone-Service angerufen haben, die wissen jetzt ganz genau, was ich meine. Das ist einfach nicht normal. Das ist wirklich so, dass man da... Wo habe ich denn dein Schnulli, mein Herz? Wo ist denn... Ach, die Mickey Maus hat drauf gesessen. Was denkt die sich denn? Willst du deinen Schnulli haben oder nicht? Aber so, dass wir ihn wissen wollen. Ja, dann lach mal deine Mickey Maus an. Das ist wirklich, dass man da anruft und die sagen dann als allererstes, ja, man soll seine Handynummer sagen, bla bla bla. So.
Es bringt aber nichts, wenn ich die Handynummer sage, weil es ging ja um meinen DSL-Anschluss. Das sind ja zwei verschiedene Verträge mit Handy und das. Und dann sage ich ständig DSL, DSL, DSL. Die reagieren ja dann nur auf Schlagwörter. Das ist eine Katastrophe. Bis man dann dahin gekommen ist, dass es überhaupt um DSL geht, okay. Dann wollen sie die Kundennummer von einem haben. Ich habe die Kundennummer gefühlt 50.000 Mal eingetippt. Ja, mein Schatz. Ach nee, anders. Sie wollen die Telefonnummer haben, also die Haustelefonnummer, damit sie mir beim DSL-Anschluss weiterhelfen können. So, das Ding ist, ich habe bestimmt eine Hausnummer, aber ich benutze kein Telefon zu Hause. Ich glaube, das machen die wenigsten Menschen noch. Ich habe einfach mein Handy und fertig. Und deswegen habe ich meine Telefonnummer nicht. Ich habe nur eine Kundennummer. Deswegen habe ich die ganze Zeit versucht, die Kundennummer einzutippen. So, und anstatt, dass die Bandansage dann sagt, von wegen, ja, nicht zuordnenbar, wir stellen sie an einem Kundenservice weiter oder irgendetwas, sagen die einfach, die Nummer ist nicht zuordnenbar, die Nummer kann nicht zugeordnet werden. Wir beenden jetzt das Gespräch und legen einfach auf. Ich habe mich so aufgeregt, das ist dreimal hintereinander passiert und ich habe jedes Mal versucht, andere Nummern einzugeben und ich dachte mir nur so, das kann doch echt alles nicht wahr sein. Und dann beim vierten Mal habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, ihr könnt mich mal, habe ich mich einfach als Handynummer durchstellen lassen und so weiter. Und dann haben sie mir natürlich direkt als erstes Mal gesagt, dass ich dort falsch bin. Dann habe ich gesagt, ich weiß es, aber eure Bandansage ist einfach Mist. Das habe ich echt so gesagt. Und habe gemeint, es kann ja nicht sein, dass wenn man irgendwelche Daten nicht hat, dass man nicht einfach mal zum Kundenservice weitergeleitet wird, sondern dass einfach aufgelegt wird von dieser scheiß Bandansage. Ich glaube, es hackt. Ich habe mich so aufgeregt gestern. Ich habe mich so sehr aufgeregt, dass ich das auf Insta-Stories gepostet habe, so richtig kindisch eigentlich. Aber ich habe mich so aufgeregt, das habe ich noch nie gemacht, dass ich mich über eine Firma so richtig ausgekotzt habe und das Ganze auf Insta-Stories und habe die auch eiskalt verlinkt und alles drum und dran. Also, hätte nicht sein müssen vielleicht, aber in dem Moment hat es mir einfach so, ich wollte irgendwie meine Wut abreagieren. Oh Baby, was gibt's denn zu meckern? Ja. Egal, ich konnte dann noch, Gott sei Dank habe ich mein Video so weit vorbereitet gehabt, dass ich nur noch zwei, drei Kleinigkeiten ändern musste oder beziehungsweise eintippen musste und das Thumbnail noch einfügen musste. Und das konnte ich Gott sei Dank über die YouTube-App machen. Also über diese YouTuber-App. Das ist nicht die normale YouTube-App, sondern es gibt eine bestimmte App, womit man dann sein Konto verwalten kann. Und über das konnte ich das Gott sei Dank machen und habe dann das über Handy einfach dann alles online gestellt und so weiter. Weil sonst wäre ich echt aufgeschmissen gewesen. Da hätte kein Video gestern, kein Video online gegangen. So, oh Gott. Was erzählst du denn der Mickey Maus? Oh, was erzählst du denn? Oh. Ho, das ist aber viel Gemecker am frühen Morgen, mein Herz. Oh Mann. Das ist aber viel Gemecker am frühen Morgen. Oh, müssen wir deine Nase noch sauber machen? Zeig mal. Oh nee, die ist ja frei. Wie hast du das hinbekommen? Ha? Oh, du bist so süß. Hallo Baby. Er liegt gerade gechillt in der Ecke. Ich habe ihn erst hier hingelegt, aber der fand es nicht so cool, einfach nur auf den Schirm zu starren. Und so kann er jetzt ja, auf den ganzen Garten starren. Ja, ich habe es mir hier mal gemütlich gemacht. Meine Unterlagen sind schon hier. Ich habe einiges an Papierkram zu machen und zu erledigen. Laptop genauso. Und epilieren möchte ich noch. Hier sind meine Getränke noch. Hallo Miami. Du kommst voll angerannt. Übrigens, mein Freund hat seine Shisha endlich hierher gebracht. Hat gestern Abend mal Shisha ausprobiert. Natürlich hier draußen nur. Moment. Meine Miami. Ja, mein Freund ist leidenschaftlicher Shisha-Raucher, also ganz extrem. Ich ja gar nicht, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich habe das früher immer mal in der Jugend ab und zu mal probiert. Jetzt habe ich eine andere Nachbarin, die mich hier stalkt. Oh Mann. Ich habe davon in der Jugend immer Kopfschmerzen bekommen und es ist auf jeden Fall auch nicht so gesund. Ich versuche es ihm schon die ganze Zeit auszureden, aber er ist leidenschaftlicher Shisha-Raucher, also wirklich. Er geht, ist auch immer mal wieder in so Lokale halt eben, Shisha-Lounges, wie auch immer das Ganze heißt. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, das ist voll die Geldverschwendung, bring endlich deine Shisha hierher. ich glaube, die stand nämlich noch im Keller und jetzt hat er sie gestern hier mal abends eingeweiht. Wir haben natürlich alle Fenster einfach zugemacht, dass ich und der Kleine das nicht einatmen. Und dann hat er hier abends mal ein bisschen Shisha geraucht, gell? Kleiner Schatz. Ja, das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Ich finde das so cool. Ich habe mir jetzt eine
Wie habe ich das gemacht? Oh, wo ist eigentlich mein Handy? Hallo? Mobil? Ah. Ich brauchte nämlich ganz dringend sowas Neues hier für vorne. Ich habe hier so einen Panzerschutz, wo drumherum so Rose Gold ist, wenn ihr das sehen könnt. Und hier hat sich schon abgelöst und oben auch. Deswegen brauchte ich mal ein neues. Und ich habe mir jetzt eins bestellt, also für vorne und für hinten, in so einem orientalischen Muster, in so blau, türkis, lila. Sieht richtig, richtig schön aus. Und vorne, hier unten, habe ich dann Lias hingeschrieben und auf der Rückseite habe ich Eva geschrieben. Also Everything Happens for a Reason. Und dann habe ich mir eine Powerbank bestellt. Oh, da habe ich mir eine Powerbank bestellt und da habe ich dann meinen Namen drauf schreiben lassen und auch in dem gleichen Style alles. Wenn das geliefert wird, zeige ich euch das nochmal. Ich finde das so schön und so cool. Bibi, was machst du denn da? Naja, ich arbeite jetzt hier mal weiter und beschäftige ihn mal ein bisschen. Also ich melde mich später wieder. So, geduscht, Haare gewaschen und nicht wundern, mal wieder von Maybelline das Brow-Tattoo drauf. Jetzt muss ich mich anziehen und ich weiß nicht, wie ich anziehen soll. So ein richtiges Drama momentan. Das nervt mich richtig. Also wenn ich bis zum Urlaub nicht mal ein paar Kilo abgenommen habe, dann habe ich echt ein Problem. Dann muss ich echt noch mal ein paar Sommersachen einkaufen gehen. Klar, die ganzen lockeren Kleidchen kann ich anziehen. Aber ich fühle mich momentan halt auch nicht so wohl. Deswegen ist es ein bisschen doof. Der Kleine schläft. Der hat draußen geschlafen. Ich konnte alle meine Sachen erledigen. Wirklich alles. Das war so genial. Ich glaube, es sind nur noch 2-3 E-Mails offen. Aber nur, weil es wiederum eine Rückantwort ist. Genau, ansonsten super, der hat gut geschlafen und jetzt waren wir eine Zeit lang wach, habe ihn ein bisschen entertained, ein bisschen gespielt und so weiter, dann war auch die Zeit für die nächste Flasche, Pampi, haben wir wieder ein bisschen gespielt, gemacht, getan, dann habe ich auch eine Kleinigkeit gegessen und jetzt schläft er voll gut. Dann kann ich mich jetzt oder konnte ich jetzt in Ruhe meine Haare waschen und meine Augenbrauen einwirken lassen. Und jetzt mal gucken, was ich anziehe. Drama. Ich glaube, das können nur Frauen verstehen, die in kurzer Zeit sehr viel zugenommen haben. Egal, ob es eine Schwangerschaft ist oder aus anderen Gründen. Ich glaube, die können gerade meinen Struggle verstehen. Richtig ätzend. Ich hatte gerade so eine bescheuerte... Das ist kein Tagtraum an sich, sondern so... Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas gerade macht? Und dann habt ihr irgendeine Vorstellung von irgendetwas, was passieren kann oder passieren wird oder wie auch immer. Und es ist was ganz Schlimmes irgendwie. So richtig gestört manchmal habe ich so, ich weiß auch nicht, ich bin am Saugen, am Machen und am Tun. Auf einmal habe ich irgendwie so komische, weiß auch nicht, irgendwie so, ja, wie so ein Tagtraum halt. Aber nur, dass ich halt eben wach bin und nicht irgendwie am Schlafen bin. Gerade bin ich so am Haare waschen. Und ich wasche ja immer meine Haare zum Schluss nach dem Duschen und zwar kopfüber. Über die Badewanne. Und dann denke ich mir so, okay, also ich habe ja hier, schaut mal, Rollladen sind halt unten, weil sonst wird es zu warm hier drinne. Und vom Fenster, also von der Tür her, die Tür ist ein Stück offen, dass die Katzen halt rein und raus können. Und der Spalt ist so weit offen, dass gerade die Katze rein und raus kann. Niemand sonst. Abgesehen davon, dass ja dahinter Garten ist und sowas und nicht irgendwie ein normaler Weg, wo die Leute rumlaufen können. Und ich stelle mir auf einmal vor, dass ich einen Knall höre. Knall im Sinne von, dass jemand, hier reingekommen wäre, dass ich den Lias geschnappt hätte. Und dann hätte ich diesen Knall gehört, weil er die Rollladen einfach wieder runtergelassen hätte, weil man kann die ja theoretisch ein Stück hochheben. Und das ist richtig gestört. Und ich hätte diesen Knall gehört und wäre dann schnell ins Wohnzimmer gerannt und der Lias war weg. Richtig bescheuert, oder? Das ist ja kacke. Das ist noch nicht mal ein Traum, den ich träume, wo ich noch nicht mal was dafür kann. Sondern es sind wirklich so, wie so Tagträume. Aber es ist auch nicht so, dass ich die irgendwie lenke, dass ich dann denke so, aha, jetzt passiert das, das passiert das. Sondern es sind so ganz komisch. Hat das jemand von euch oder bin ich gestört? Bitte antwortet mir. Also, ich habe das voll oft. Also manchmal so ganz schlimme Sachen oder so total außergewöhnliche Sachen. Dass ich dann manchmal, zum Beispiel, ich gucke einen Film. Und dann auf einmal fange ich an so zu träumen. Aber ich bin ja wach und schaue den Film. Aber ich fange auf einmal an zu träumen, wenn ich irgendwie jemanden sehe, der oder irgendeinen Film, wo irgendwie eine zum Beispiel gerade voll am Shoppen ist. Dann stelle ich mir das auf einmal auch vor. Ja, ich bin voll am Shoppen, so auf der Goethestraße. Und so voll am Ausrasten und keine Ahnung was. Bitte. Schreibt mir, dass es jemand von euch auch hat, weil sonst komme ich mir wirklich gestört vor. Verrückt, dass ich euch das überhaupt erzähle, gell? Oh Mann, ich bin definitiv zu offen. Okay, ich höre jetzt mal auf zu quatschen und versuche, irgendwas zu finden, womit ich draußen nicht sterben werde, weil es ist scheiße heiß. Anders kann ich überhaupt nicht sagen. Ich saß ja jetzt eine Zeit lang draußen im Schatten und ich habe echt gedacht so, richtig ekelhaft.
Also es ist mir schon zu heiß. Also irgendwas, wo ich nicht draußen sterben werde, wo ich aber trotzdem angezogen bin, und weil wir gehen ja in die Stadt, ich will da ja nicht irgendwie hier in so einem was weiß ich was rumlaufen. Und was mir passt. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, das jetzt herauszufinden. Ich gebe mein Bestes und zeige euch dann mal, wenn ich irgendwie ein Outfit gefunden habe. Oh Mann, das wird was werden. Also bis gleich. So ihr Lieben, ich melde mich ganz, ganz kurz. Ich drehe nämlich nur eine Runde und dann sammle ich meine Schwester ein. Ich bin gerade so fertig geworden. Ich habe mich ungelogen, ich glaube 20, 30 Mal umgezogen. Alles Mögliche. Mir passt die Hälfte meines Kleiderschrankes nicht. Selbst Kleider sieht irgendwie alles unvorteilhaft, kein aus. Also ich habe jetzt eine kurze Shorts an. Die hatte ich schon in der Schwangerschaft angehabt. Die ist noch relativ somit locker. Und obenrum habe ich einfach so eine Tunika an. Also nee, eine Bluse eigentlich eher. Und ja. Was soll ich dazu sagen? Ich bin übelst unzufrieden. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper und das Ganze wird sich ändern. Gerade eben hat nämlich der Postbote geklingelt und hat meinen Shake vorbeigebracht. Sollte eigentlich schon gestern kommen, aber gestern ist es nicht gekommen, warum auch immer. Aber heute ist es gekommen und ja, was soll ich sagen? Ich werde damit morgen früh direkt anfangen. Ich kann das Ganze nämlich nicht mehr ertragen. Wie gesagt, ich fühle mich absolut nicht wohl. Ja, aber das geht jetzt. Das ist so ein bisschen lockerer. Das verdeckt so ein bisschen meinen Bauch und so weiter. Und ja, jetzt treffen wir uns mit den Mädels in der Stadt. Gehen erstmal was essen, wobei ich überhaupt keinen Hunger habe und ich ja schon eine Kleinigkeit gegessen habe. Deswegen glaube ich nicht, dass ich was essen werde. Vielleicht nur eine Kleinigkeit. Ich weiß es noch nicht. Entscheide ich dann spontan. Vielleicht auch... ich weiß es nicht. Mal gucken. So, wo ist dann jetzt mein Schwesterherz? So, ich stelle mich einfach mal hier hin. Sie hat mich gesucht. Oje, oje. Okay, ich melde mich gleich wieder bei euch, beziehungsweise nehme euch halt eben ein bisschen mit. So, wir sind jetzt bei Bulle im Bier essen und ausnahmsweise mal keine Ofenkartoffel. Ja, Fernandes, bedien dich mal wieder. Ich habe mir einfach nur ein Caesar Salad diesmal bestellt. Caesar Salad mit Chicken, richtig lecker. Nudels und Ofenkartoffeln. So, guten Appetit. Jetzt wie billig. Wie billig. Laura! Sag mal hallo. Hier schön mit ihren Füßen im Pool. Ja, wir sind mittlerweile angekommen, haben uns Hugo bzw. Weißwein bestellt. Und dort sieht man auch die Skyline, zumindest ein bisschen was von Frankfurt. Sehr, 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 sehr schön hier. Ein bisschen schickimicki, aber ist okay. Ja, hier in dem Bereich geht es eigentlich noch. Da vorne ist es noch ein bisschen schicker. Also wirklich Anzugleute und Frauen mit hohen Schuhen und so weiter. Aber man kommt auch, wie man sieht, ganz normal rein. Ist auf jeden Fall ein schöner Hintergrund. Wir haben schon einige Fotos auf jeden Fall gemacht. Aber mir ist richtig warm, deswegen werde ich auch gleich mal meine Füße in diesen schönen Pool stecken und meinen Hugo genießen. Sehr lecker. Wir sitzen hier immer noch schön am Pool und genießen hier den Sonnenuntergang. Es ist so, so, so schön, diese Location. Das ist übrigens Long Island. Wie heißt es hier nochmal? Long Island? Long Island Summer Lounge. Long Island Summer Lounge. In Frankfurt. Das ist direkt bei der Frankfurter Volksbank Börse oben. Genau. So, 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 so schön.